frisch gebackene Kekse, schokolierte Früchte, selbstgemachte Marmeladen. Kleine Leckereien wie diese gibt es derzeit viele. Die Weihnachtsmärkte der Region laden förmlich dazu ein, sich von Gezuckertem verführen zu lassen. So auch am Samstag bei Lichteln am Plan in der Schifftor Vorstadt. Das Lichteln gibt es schon ganz lange. Und zwar haben sich die Anwohner hier in den 2000er Jahren, als das Viertel hier so nach und nach renoviert wurde, zusammengetan und haben das hier initiiert, einmal im Jahr, vor dem ersten Advent. Und dann ist das aufgrund verschiedenster Dinge ein bisschen eingeschlafen. Eine kleine Gruppe trat dem entgegen. Gemeinsam wurden monatelang Ideen geschmiedet. Zugezogene und Alteingesessene schufen sozusagen einen Plan für den Plan. Es gibt auch einige, die damals nicht hier gewohnt haben, aber es doch aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Jugendzeit kennen. Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen es wieder. Und die Älteren haben gesagt, ja, wir machen es, aber die Jugend muss es organisieren. Entstanden ist ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt. Im Kern bietet er das, was auch andere, wesentlich größere Flaniermeilen ausmacht. Handwerk, Kulinarik, Unterhaltung. Anders als bei kommerziell ausgerichteten Märkten stand hier jedoch die Gemeinschaft im Fokus. Auch sehr gut, so schön hier in den kleinen Gassen. Fetzt. Manche profitierten gleich doppelt von der nachbarschaftlichen Weihnachtsfeier. Reinhard Müller beispielsweise erlebte sie als Anwohner und Unternehmer. Seine Garage hatte der Künstler kurzfristig umfunktioniert. Sie diente nun als Schauraum für seine 3D-Drucke. Eines der Werke stand bei Lichteln am Plan, erstmals zum Verkauf. Mein Stern hat weniger Zacken. Hier kann ich die Farbe verändern. Schön. Und ich kann auch ausschalten. Ja. So, und der große Unterschied zu den Herrnhuter Stern ist, den Herrnhuter Stern, den baut keiner mehr auseinander. Vor dem bekannten Original muss sich der Stern von Pirna keinesfalls verstecken. Von dem Licht, das er ausstrahlte, ging eine Signalwirkung aus. Denn spätestens, als die Sonne unterging, war das ganze Viertel hell erleuchtet. Wir haben ihn die paar Jahre, wo er nicht stattgefunden hat, direkt vermisst. Und sind jetzt überrascht, wie wunderschön das wieder geworden ist. Für die Macher hat sich der Aufwand gelohnt. Zufriedenheit in Straßen und Gassen sind der Dank. Ideen und Anregungen für das nächste Jahr gibt es schon. Auch wenn mit denen am vergangenen Samstag bewusst hinter dem Berg gehalten wurde. Die Vorbereitung war super. Und mal gucken. Ich denke, morgen werden wir schon wieder sagen, ja. Heute würde ich sagen, oh, es war viel Arbeit. Aber ich glaube, es wird schon werden.